Schön, dass ihr da seid und mir zuguckt und zuhört. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich lege die Kamera jetzt mal hin, dann sieht man mich nicht mehr, aber man kann mich ja noch hören. Also, um es kurz zu machen, ich habe wirklich ein großes Problem mit wie sich unsere Asylanten hier in Deutschland benehmen. Die vergewaltigen unsere Frauen. Wir geben denen Asyl, helfen denen in Kriegsnot. Und die kommen hier und vergewaltigen unsere Frauen. Wo gibt's denn sowas, Junge? Wo gibt's denn sowas? Weil man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das ist sicher auch klar. Aber so einen, den würde ich entweder hinrichten, ja? Oder ich würde den nach Hause schicken. Oder den Rest seines Lebens einsperren, aber den würde ich nicht mehr frei rumlaufen lassen. So kannst du nicht in ein fremdes Land kommen, wo als Asylant und dann eine Vergewaltigung an einer Frau begehen. Ich zieh dir mal rein, ey, nur weil du denkst, deine scheiß Ehre wäre verletzt worden oder so. Die sind so schwach eigentlich, die Menschen, ey. Die können nur draufhauen, das war's dann. Ja? Aber das ist einfach ein Problem, das viele Menschen haben. Die können nur draufhauen. Wir können die nicht. Ist so. Wirklich Hammer, ey. Weißt du, ey, da kannst du reinhauen oder reinkloppen, wie du willst, ey. Das ist immer den richtigen. Echt, was hier in Deutschland los ist. So Leute würde ich direkt nach Hause schicken wieder. Echt abkommen, guck, wo du hin, guck, dass du, mach den Kopf zu und lass dich hier nie wieder blicken. Nie wieder. Ich würde sowieso sagen, dass man eigentlich einen Menschen mit dem, was er selbst verbrochen hat, auch bestraft. Wenn jemand einen ermordet hat, dann sollte man ihn auch ermorden. Wenn jemand vergewaltigt hat, sollte man ihn vergewaltigen. Ja. Wenn er ihn einen erschossen hat, dann sollte man ihn erschießen. Das wäre doch Gerechtigkeit, oder? Dass du nur das zurückkriegst, was du auch tust selber. Mich kriegst du niemals aus der Ruhe gebracht, ja. Weißt warum? Du kannst sagen, was du willst, ja. Ich scheiß einfach darauf, was du denkst. Das interessiert mich nicht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Mutter, Hurensohn, alles. Ja, ist mir doch scheiße. Komm, du lass ihn mal labern, so, wenn er Spaß dran hat. Also ich sagte, ich habe mir jetzt schon oft vorgekommen, dass ich gar nicht drauf eingegangen bin, auf diesen Scheiß. Und dann kam die gar nicht mehr klar so, ja, weil die wollten mich eigentlich nur ärgern. Ja, und dann meinten sie nach ein paar Minuten, der regt mich so auf, der bringt mich zur Weißglut. Ja, ich bin eigentlich da nicht drauf eingegangen, auf diese Scheiße. Ja, ich stehe da drüber. Mir hat auch schon mal ein Mann die Frau weggenommen. Ja, und? Der wird seine gerechte Strafe von Gott bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Oder er hat sie schon bekommen. Ja? Man sollte die Menschen mit dem strafen, was sie verbrochen haben, finde ich. Und wenn Ausländer hier in Deutschland Asyl beantragt, ja, und eine Straftat begeht, sogar einen Mord, da muss man doch irgendwas unternehmen, oder? Da kann man doch nicht so weitermachen wie bisher, ey. Den würde ich richtig zeigen, wo es lang geht. Sag es dir. Mit mir macht er sowas nicht. Du wirst schon sehen, ich werde hier langsam zum Nazi, ja? Ja, echt, das ist Wahnsinn, ja? Was die machen, diese Leute, ey? Nur weil die nichts von ihm wollte, ersticht er die. Echt, ich fasse es nicht, echt. Echt unglaublich, ja. Die kommen nach Deutschland und vergewaltigen unsere Frauen. Das muss ich ja erstmal in den Kopf gehen lassen, ne? Und was passiert? Nichts passiert. Keine Konsequenzen werden daraus gezogen. Nö, wir lassen alle immer noch weiter. Wir holen noch mehr in unser Land Ausländer. Wir holen immer mehr rein. Komm, wir nehmen alle auf. Am Ende sieht es dann wohl so aus, dass alle Menschen in Deutschland leben und sonst auf der restlichen Welt ist keiner mehr. Weil alle wollen nach Deutschland. Und wir lassen alle rein. Du kannst doch nicht hier so weitermachen und diese Leute in unser Land lassen. Also wirklich. Ist mal Stopp, Pause langsam. Wo haben die den Respekt vor uns und unserer Kultur? 0%. Vergewaltigen unsere Frauen und bringen die um. Dreckspack.